vorne so. Das ist so weird. Das Körbchen ist riesig. Das ist riesig. Zafool, what are you doing? Viel zu klein. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um Zafool und zwar Zafool Bikinis. Ich habe ja auf Instagram gefragt, wollt ihr eher so, dass ich Zafool Bikinis teste oder Shein. Und ich habe ein paar Bikinis mir bei Zafool geholt, weil da echt welche dabei waren, wo ich mir dachte, boah, die finde ich richtig schön. Und bei Shein war es eher so, Deswegen habe ich mich für Zafool entschieden und habe dort ein paar Bikinis geholt. Ich werde euch jeden Bikini vorstellen und auch anziehen, sodass ihr den sehen könnt, wie der an mir angezogen aussieht. Ich werde über Preis reden und über Größen und so weiter. Also ich hoffe, das Video ist hilfreich für den einen oder anderen. Und ich würde sagen, let's start! Ihr könnt dem Video ja jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr excited seid für dieses Video. An der Stelle könnt ihr auch noch einen Daumen oben da lassen für meine abgefuckten Wimpern, die so unterschiedlich heute aussehen. Ich liebe das, wenn Marken unterschiedliche Wimpern machen. Woo! Fangen wir mal mit diesen zwei Bikinis hier an, weil ich die schon mit nach Ibiza genommen habe, bevor ich dieses Video überhaupt jetzt gedreht habe, weil ich war so, die sind so pretty, ich hoffe, die passen, bla bla. Fangen wir mit diesem hier an, der ist Neon Pink. Ich liebe diese Farbe. Es ist super vibrant, es ist super, keine Ahnung, einfach good quality. Als ich den Bikini ausgepackt habe, war ich richtig schock. Ich war so, hi Zafool, I see you. Und die haben auch so ein bisschen deren Marketing oder auch Produktions designmäßig geändert. Also jetzt in jedem Bikini ist so ein Zettelchen dabei. Das war ja früher alles so Billo, Billo, Billo. Also ich glaube, das ist immer noch Billo, Billo, Billo. Deswegen kostet es auch nicht so viel. Aber jetzt sieht es mehr so nach einem Online-Shop aus. Like, not to be rude, I'm just being honest. Und ich habe den hier in einer Größe 38. Und ich muss sagen, der passt perfekt. Also ich bin sehr happy, dass ich 38 genommen habe. Ich war mir nämlich auch nicht so richtig sicher mit den Größen. Und da die ganzen asiatischen Teile immer ein bisschen kleiner ausfallen als sie eigentlich sind, so dachte ich mir, okay, 38 wird schon irgendwie passen. Das hier ist die Hose. Ich liebe diese Hose. Sie ist so schön und sitzt so gut. Da habe ich auch ein Bild auf Instagram gepostet. Könnt ihr gerne mal abchecken. Ein bisschen Self-Promo. Okay. Aber hinten ist halt nicht zu knapp. Also ich habe schon welche, die so, wo hier nur so ganz schmal alles ist. Und das schmeichelt den Po extrem gut. Ich habe sehr viele Komplimente bekommen. Just saying. Das Oberteil sieht so aus. Man muss es halt hinten schnüren. Und ich muss auch sagen, sitzt richtig gut an den Brüsten. Man kann es hinten so verstellen, dass es einem passt. Das Einzige, was mich bisschen stört, ist, dass man die Träger nicht verändern kann. Aber ich habe Glück, passt alles gut und ja, aber das ist ein bisschen ärgerlich, aber gut, der Bikini hat 12 Euro gekostet oder so. Ich werde euch den Preis hier nochmal irgendwo hinschreiben. Ja, da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Ich weiß nicht, was heute für ein Tag, also heute ist irgendwie weird. Heute sind überall Fliegen draußen. It's a bit weird. Absolutes Must-Bikini-Teil. I freaking love it. Ich will ihn in allen Farben, diesen Bikini, weil er sitzt so gut. So sieht der Bikini jetzt aus. Wirklich on the knapperer side, aber ich mag den total. Ich finde, der sieht richtig schön aus, auch von hinten. Ja, absoluter Lieblingsbikini. Sieht auch mega gut auf Bildern aus. Like the quality. It's a plus. Dann hatte ich auch noch diesen Bikini auf Ibiza an. Den fand ich auch richtig schön. Also vor allem auf der Website fand ich, sah der voll cute aus mit diesen Schleifen hier oben. Und auch der Cup. Den habe ich in einer Größe 38M mir geholt. Das weiß ich noch genau. Und der sitzt auch sehr gut. Und ich muss sagen, das Körbchen ist riesig. Das ist riesig. Also hätte ich jetzt nicht große Brüste, dann wäre das für so ein normales Cup viel zu groß. Seht ihr, wie groß das ist? Ich war richtig schockiert, weil, wie gesagt, Zafool und die ganzen asiatischen Läden, also Online-Shops und so, die machen immer alles super, super klein. Also ich habe eigentlich immer Probleme, jetzt habe ich immer Probleme, so Oberteile zu finden, die nicht zu knapp sind. Aber da war ich erstmal so, hi, how you doing? Das hier ist die Hose. Hat auf jeden Fall mehr Coverage, finde ich aber nicht schlecht. Das Einzige, was mich bei so Hosen immer ein bisschen verwirrt, ich war so, was ist jetzt vorne und was ist hinten? Also alles ist ja irgendwie gleich, aber irgendwie finde ich das, für meinen Kopf ist es so ein bisschen so, habe ich die jetzt richtig an? Weil dieser Zettel an der Seite ist.
Ich muss aber sagen, dass ich den angezogen nicht so krass vibe, aber ihr seht es ja gleich selber. Also obenrum passt er perfekt. Wie gesagt, meine Brüste passen da gut rein. Ich finde es, um jetzt mal objektiv betrachtet, finde ich das Oberteil ein bisschen groß für M. Aber ich sage nichts dagegen, weil mir passt es. Das hier ist die Hose. Mehr Coverage auf jeden Fall, aber finde ich persönlich nicht schlecht. Ich muss nur sagen, dass ich irgendwie... Ich weiß nicht, auf Bildern sieht der Bikini irgendwie ein bisschen komisch aus, auch weil das hier vorne so weiß ist. Ich weiß nicht, wieso das hier so weiß drin ist. Also ich finde es besser gewesen, wenn es irgendwie blau wäre. Weil dann würde es nicht so oben rauskommen, weil es sieht aus, als würde das nicht so richtig sein. Aber ja, yeah, that's just me. Ich mag die Farbe richtig, mag auch den Stoff, der ist sehr dehnbar. Also ich hätte theoretisch in dem Top auch noch in eine S reinpassen können. Wäre kein Problem gewesen, aber so ist es auf jeden Fall sehr chillig. Machen wir weiter mit diesem Bikini, den hatte ich noch nicht an. Der sieht von der Hose aus so ähnlich wie dieser blaue, nur ein bisschen knapper und nicht ganz so breit an der Seite. Aber an sich denke ich, dass der eigentlich ganz gut sitzt. Also wie gesagt, ich hatte den noch nicht an, deswegen auch noch Zettel und alles. Es steht auch so eine Größe, das ist. Das größte M auch 8. Ich glaube, ich habe alle in 38 geholt. Jedenfalls weiß ich noch nicht genau, wie der sitzt, aber ich mag die Farbe auf jeden Fall. Das Oberteil ist... Bruh. Habt ihr den Vergleich gesehen von dem blauen Bikini und dem hier? Das meinte ich. Deswegen war ich so schockiert, als ich den gesehen habe. Ich war so, wieso ist das Körbchen so groß? Normalerweise kommt sowas an. Wisst ihr, was ich meine? So im Vergleich, das ist Größe M. Ich bin sehr gespannt, wie der aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass... meine Nippel praktisch einfach nur bedeckt sind. Aber we will give it a go. Von der Qualität her finde ich, die fühlen sich alle ganz gut an. Dieses mit diesem Ding hier, das wie so ein, wie nennt man das nochmal, so ein Bügel. Und es sitzt hier vorne, glaube ich, ein bisschen weird. Also ich weiß nicht genau, also man kann auf jeden Fall auch die Träger verstellen, was ich gut finde. Bisher von der Qualität bin ich mega begeistert. Hängt auch nicht überall irgend so ein Faden raus. Also klar, hier so ein bisschen, aber das ist ja irgendwie auch normal. Und wie gesagt, die haben auch alle so wenig gekostet, deswegen kann man sich da echt nicht drüber beschweren. Mal gucken, wie er sitzt. So sieht der Bikini aus, wie ihr seht. Der ist super knapp und auch zu klein. Ihr seht hier an der Seite, es quillt alles ein bisschen über. Der Bügel sitzt auch nicht unter der Brust, sondern auf der Brust. Ist halt echt zu klein, aber dafür ist die Hose eigentlich gut. Ich mag vom Schnitt diese Hose sogar mehr als die blaue, weil die so ein bisschen knapper ist und auch hier so. Ich finde, es schmeichelt der Figur einfach gut. Und man kann die auch so ein bisschen hochziehen, dann ist es so ein bisschen mehr high-waisted sitzend. Ja, das Oberteil ist halt... viel zu klein. Ja, aber ansonsten ein schöner Bikini auf jeden Fall. Ich glaube einfach jemand, der untenrum eine 38 ist und nicht so viele, also nicht so große Brüste hat, bei dem passt auf jeden Fall besser als bei mir. Ich wollte unbedingt einen Neon-Bikini, so Neongelb, Neongrün und so, und deswegen habe ich mich für den hier entschieden. Ich liebe nämlich total dieses Design von diesen Tops. Ich hatte früher, letztes Jahr hatte ich einen schwarzen, den hatte ich glaube ich von Shein oder so. Aber da passe ich jetzt halt nicht mehr so richtig rein. Deswegen dachte ich mir so, okay, dann hole ich mir mal einen neuen und so. Und ich muss auch zugeben, den Bikini hatte ich schon an, weil ich dachte mir so, okay, den kann ich ja mit auf Ibiza nehmen. Aber der saß wirklich super, super schlimm. Also erstmal hängen hier so ein paar Fäden raus und so, was ja an sich, ich... finde es jetzt nicht so schlimm, aber ich wollte es nochmal gesagt haben, damit ihr Bescheid wisst. Und den habe ich in Größe 40. Ah, this makes sense. Wieso ist es so big? Huh. Oh wow. Gut, ich habe mir den in Größe 40 geholt, weil ich lese mir auch immer die Reviews durch. Das würde ich euch auch raten. Also ich liebe die Mädels, die dann auch so Bilder reinschicken und sagen, ja, so sieht der aus. Ich habe Größe das und das, bin so groß und wiege so viel, weil das hilft halt voll, wenn man sich dann... wenn man nicht richtig weiß, was für eine Größe man hat und so. Aber gut, das erklärt es. Wenn der Größe 40 ist, weiß ich, wieso er mir zu groß ist. Aber auch vom Schnitt her bin ich nicht der absolute Fan. Es sieht ein bisschen weird aus. Vielleicht liegt es auch an meinen Brüsten. Vielleicht sieht es mit natürlicher Brust einfach besser aus. I don't know. Die Hose ist auf jeden Fall zu groß. Ihr seht es gleich im Try-On. Ja, das war so ein Fail. Aber ja, entscheidet selbst. Aber die Farbe ist krass, muss man echt sagen. Es ist super vibrant und ich finde auch für ein Instagram-Bild kann man es irgendwie machen. Also ist schon irgendwie möglich. Aber so jetzt am Strand würde ich den nicht anziehen, so wie ich es in meinen inneren Augen habe. Das hier ist jetzt der Bikini. Der ist hinten, seht ihr das?
way too big und auch vorne so. Das ist so, so weird. Auch man sieht diese Pads durch. Ich mache Pads immer raus, weil ich finde es nicht schlimm, wenn man so ein bisschen Nippel sieht. Und ich mache Pads eigentlich immer raus. Ja, aber auch einfach ein bisschen zu groß. Aber ansonsten, ich weiß nicht, der Sitz ist einfach weird. Ja, ich glaube, mit einer 38 wäre es auf jeden Fall besser gewesen. Ich weiß noch nicht, ob ich so ein 100%iger Fan von diesem Stoff bin. Weil ich kann mir vorstellen, wenn du ins Wasser gehst, dass man dann die ganze Situation unten sieht. And I'm not about this, so... Keep this in mind. I don't really know. Ich habe keinen Test gemacht, aber ich kann mir das bei diesem Stoff sehr gut vorstellen, weil der super, super dünn ist. Ja, next. Dann habe ich hier einen marienblauen Bikini. Ich bin excited. Den hatte ich noch nicht an und ich habe mir den auch noch nicht angeschaut. Der sieht so süß aus. Der ist vom Schnitt her so wie der pinke, nur dass er hier an der Seite so Schleifen hat. Und auch vom Schnitt her finde ich den richtig schön. Den habe ich in der Größe 38. Oh, I like that. Und das ist das Top. Krass, das ist ungefähr wie das pinke, nur so in einem Ripped-Material. Und dass du die Träger verstellen kannst, was mega geil ist. Ich glaube, der wird richtig gut aussehen. I need to go on vacation again. Ich will echt unbedingt nochmal weg. Love Bikinis. Den Bikini finde ich richtig, richtig geil. Also er sitzt super auch hinten. Ich liebe so Hosen, richtig krass. Vor allem auch, ich mag das Material richtig. Auch von den Boobs her, ich mag das, dass es ein bisschen knapper ist. Aber das ist wie gesagt einfach mein Style. Ich liebe das Material so krass. Dieses Ripped ist einfach göttlich. Sitzt richtig gut. Auch hier kannst du ein bisschen anders binden. Ich habe das jetzt ein bisschen ungleichmäßig gebunden, die Hose. Aber die Hose ist auch sehr bequem. I'm here for it. I'm shook, totally shook, weil auch die Farbe so schön ist. Ich finde, es steht mir auch richtig gut. I like it. Zafool, what are you doing? With me and my money, because I want every color in this. Thank you. See ya. Als next habe ich hier einen lilanen Bikini. Ah ja, genau. Das meine ich. Das ist bestimmt auch Größe 38 oder M. Ja. Nein. Doch, Größe 38. Das ist halt so... klein. Es ist halt echt klein. Also ich weiß nicht, also irgendwie, das ist doch nicht Größe M, oder? Also ich weiß jetzt schon, dass meine Boobs dafür zu groß sind, aber vielleicht sieht es so knapp aus, dass ich sage, okay, es sieht cute aus. I don't know, we will see. Aber man kann hinten die Träger verstellen und hier gibt es auch so ein Metall-Schließdingsenskirchens. Die Hose sieht auch sehr cute aus. Die Hose ist echt sehr süß, auch eigentlich genau derselbe Schnitt wie der blaue von eben und der rosa, ne? Der hat halt dasselbe Material wie der rosa. Und ich muss sagen, Material so far so good. Außer bei dem gelben. Aber ansonsten bin ich echt excited, weil die sich super gut anfühlen. Ich hoffe einfach nur, dass der irgendwie ein bisschen sitzt. Den Bikini finde ich echt richtig schön sogar. Also klar ist das Oberteil ein bisschen knapp, aber ich finde, es sitzt noch gut. Also ist auf jeden Fall noch machbar. Der Bügel sitzt jetzt zwar auch nicht so wirklich unter der Brust, eher so auf der Brust. I'm not mad. I think it's cute. Was sagt ihr? Ich finde auch die Hose toll. Die sieht so aus. Ja, finde ich cute, kann man auch an der Seite so ein bisschen binden. I like this, I'm not mad. Und ich glaube auch kleineren Brüsten würde es noch besser passen. Also bei mir quillt es hier auch ein bisschen rüber. Das ist ja auch ein Zeichen, dass es ein bisschen zu klein ist. Aber wie gesagt, ein bisschen zu klein finde ich nicht schlimm. Ein bisschen zu viel zu klein finde ich schlimm. Ja, bei mir ist lieber zu klein als zu grob, obwohl. Mm. Und dann habe ich hier als letztes diesen Bikini. Der ist wie der pinke praktisch, nur der hat so bei den Trägern so Doppelstrings an den Seiten. Aber der ist cute. Und der hat so ein Pattern von so Mini-Vierecken. Wieso auch immer ich mir da rausgesucht habe, I don't freaking know. Sieht cute aus, aber ist ein bisschen random. Ah, okay. Der ist... Ah, vielleicht habe ich mir den deswegen geholt, weil der noch knapper ist als die anderen. Auch in Größe 38. Und wie ihr sehen könnt, der ist halt echt um einiges knapper als die, die ich euch gerade gezeigt habe. Ich kann mir vorstellen, dass der mega nice ist so zum Sonnen. Das hier mit den Doppelstraps dann wahrscheinlich eher so ein bisschen ungünstig. Aber ansonsten kann man den bestimmt auch mit einem grauen Bikini-Top oder sowas anziehen. Ich hoffe, der sitzt, weil ich liebe so Bikini-Hosen. Ich fände es so cool, wenn H&M, Calzedonia und so weiter vielleicht auch mal so ein bisschen das Game upsteppen und mal ein bisschen mehr knappere Sachen für die anderen Mädels auch produziert.
Because we feel left out. Schreibt mir mal in die Kommentare, tragt ihr lieber knappere Bikinis oder Full Coverage Bikinis oder Cheeky? Lasst mich mal in den Kommentaren wissen. I really wanna know. Oh mein Gott, ich liebe diese Hose. Sie sitzt so gut und auch hinten, I am vibing it. Oh mein Gott, auch das Oberteil finde ich richtig schön. Ich habe ja gesagt, dass man darin vielleicht sich nicht so richtig sonnen kann, aber man sieht gar nicht, dass es so separate Träger-Dingsies sind. Deswegen glaube ich, das ist so der perfekte Bikini zum Sonnen. Den hätte ich gern auch in jeder Farbe. Bitte, danke, weil der ist ja so geil. Also ehrlich gesagt, I'm so shook. I'm so shook and happy. Ich meine, was war das? Von diesen ganzen Bikinis war einer ein richtiger Flop und der andere war ein bisschen zu klein. Also krasser kann es gar nicht sein. Boom! So Leute, das war's mit meinem Video. Ich hoffe sehr, dass es informativ war, euch inspiriert hat, auch natürlich gefallen hat. Ich werde euch die Bikinis unten in der Infobox verlinken, damit ihr die ganz einfach finden könnt. Und lasst mich wissen, falls ich nochmal andere Sachen bei Zaful bestellen soll, testen soll, anziehen soll oder bei Shein oder so. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und mich natürlich kostenlos abonniert, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video.